Ja, hallo Leute, es ist Wochenende und ich nehme euch wieder mal mit auf eine kleine Tour. Und zwar diesmal bin ich unterwegs zum Makers Market. Marbacher TV. Das ist ein Design-Kunst-Handwerksmarkt, der, ich weiß nicht genau, in der Marxer Gasse, hier im 3. Bezirk in Wien, abgehalten wird. Was ich weiß darüber ist, dass es dort Designer gibt, die Selbstgemachtes zum Kauf anbieten. Und was wird geboten? Von Designer-Tisch und Sesseln über Schmuck. Und was ich auch noch weiß ist, oder der Grund, warum ich eigentlich hingehe, ist Angelika. Die kennt Angelika vielleicht von meinem Spielekanal, den ich mit ihr gemeinsam habe, Yamaduo. Links werde ich im Video hier einbinden. Angelika hat auch ihren eigenen Kanal. Ich hoffe, ich weiß ihn jetzt richtig. Ja, yes, we see. Auch ihn werde ich verlinken. Sie ist neben YouTuberin auch eine Wahnsinnsdesignerin. Sie hat gerade ihre erste Kollektion am Jahreskalender 2015 fertig und deswegen hat sie dort auch einen Stand beim Makers Market und da werde ich jetzt hinschauen. Angelika bei der Arbeit, ihre Kalender an den Mann und an die Frau zu bringen? Freilos. Das sind Postkarten, alles selber gezeichnet. Auch ein Kalender für 2015, alles selber gezeichnet und Sticker und auch ein bisschen Schmuck. Alles selbst gemacht? Ja, das habe ich selber gezeichnet. Alles selber. Es ist vervielfältigt, aber alles mit Hand gezeichnet. Und der Kalender zum Beispiel ist ein Wochenkalender in Hoch- und Querformat. Du hast mein Promotion-Video noch nicht gesehen, aber das war, bevor ich ihn fertig hatte, habe ich schon so ein bisschen zurückgeht, ja. So. Und Hochformat auch. Wenn man sowas haben möchte, dann kann man mich entweder auf meiner Facebook-Seite kontaktieren, auf Facebook Frau Freilos, oder nächste Woche, das ist das Wochenende 12. bis 14. Dezember, auf den Vasophil-Markt kommen. Der ist in der Steinergasse 8, da werde ich auch einen Stand haben. Was war jetzt der Makers Market und Angelikas Freilos-Stand? Eben, zu finden auf Facebook unter Frau Freilos. Eine echte Empfehlung für designverliebte Menschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich euch auf Tour mitnehme. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir vielleicht sogar ein Like da lasst. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch vom Weihnachtsstress nicht übermannen.
oder über Frauen. Bis zum nächsten Mal. Danke.